Und damit begrüße ich euch auf das Allerintensivste hier auf meinem Kanal Dance Gaming zu einer neuen Runde Football Manager 2022 mit dem SV Werder Bremen und der Mission Wiederaufstieg. Die Mission, würde ich sagen, läuft. Wir sind gut dabei. 4 Siege, 14 Tore, 3 Gegentore, entsprechend 12 Punkte. Auch Heidenheim ist gut gestartet. Hat fast so viele Tore geschossen wie wir, allerdings ein bisschen mehr kassiert, aber trotzdem auch 12 Punkte. Bei denen läuft es also auch. DFB-Pokal haben wir auch die erste Runde gewonnen. Also, ich würde sagen, so müssen wir weitermachen und dann sieht das ganz gut aus. Was gibt's Neues? Nicht viel. Ich zeige euch das. Wir sind immer noch am Spieltag. Nach dem Spiel sozusagen. Ich habe nicht weitergespielt. Weil der Wunsch da war, dass wir ein bisschen mehr in diese Management-Ebene auch mal reingehen und nicht immer nur die Spiele sozusagen. Ja, das war ja jetzt in den letzten Folgen oder in den ersten Folgen des Football Manager 2022 war es ja so, da haben wir in jeder Folge ein Spiel gehabt. Entsprechend kurz kam im Vorfeld des Spiels immer so diese Management-Geschichten. Ich bin hier so ein bisschen schnell durchgegangen, was ich gemacht habe außerhalb der Aufnahme. Und habe euch das nur eben schnell gezeigt, hier und da. Aber es war der Wunsch da, und das kann ich auch verstehen bei einem Managerspiel, dass man eben auch mehr in den Managementbereich macht. Transfer, Scouting, Leistungszentrum, Taktik, ne? Training und so weiter. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und den Wunsch, dem werde ich auch nachkommen, auf jeden Fall. Ich habe das ja mehrfach gefragt in den Folgen, ob wir das irgendwie anders machen sollen. Und nun ist es so, es passt nicht beides in ein Video. Das heißt, es passt nicht irgendwie hier eine Viertelstunde, 20 Minuten Management und dann noch ein Spiel hinten dran oder vorweg oder so. Das passt einfach nicht. Die Videos werden dann zu lang. Nee, funktioniert nicht. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, es gibt zukünftig Folgen, in denen kein Spiel stattfindet. Aber es gibt ja durchaus auch Leute, die interessiert eigentlich eher das Spiel, diese 90 Minuten, sage ich mal, als dieses Management. Dementsprechend werde ich die Folgen, die kein Spiel haben, anders markieren als die, die ein Spiel haben. Und zwar auf zwei Ebenen, will ich es mal nennen. Wenn ihr also zukünftig ein Thumbnail seht, wo kein Logo drauf ist von einer gegnerischen Mannschaft, gibt es in dieser Folge kein Spiel. Zusätzlich wird die Folgenzahl sich etwas verändern, aber nur minimal. Es kommt eine Ergänzung dahin, damit ihr auch wirklich immer wisst, ne, wie das aufeinander aufbaut und wir da nicht durcheinander kommen. Das heißt, wir haben jetzt hier ja die Folge 009. Zusätzlich wird jetzt hinter dieser Folge, weil in dieser Folge kein Spiel ist, Punkt 1 stehen. Bei der nächsten Folge, wo es kein Spiel gibt, ist es dann natürlich Punkt 2. Also nehmen wir mal an, in Folge 12 gibt es auch kein Spiel, dann wäre es 012.2. Ich denke, das ist klar zu verstehen. Falls ihr da Rückfragen zu habt oder sonstige Anregungen, gerne in die Kommentare. Und wenn euch meine Videos gefallen zum Football Manager 22, dann auch gerne einen Daumen nach oben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und jetzt machen wir eben das, was in den letzten Folgen zu kurz gekommen ist. Wir werden ein bisschen uns hier in dem Managementbereich austoben. Wir werden jetzt nicht hier stumpf jeden Punkt abarbeiten, das nicht, sondern wir werden das angehen, was jetzt gerade wichtig ist. Und das ist in diesem Fall, da in circa anderthalb Wochen das Transferfenster schließt, müssen wir natürlich noch so ein bisschen schauen, dass wir unseren Kader so machen, dass wir in dieser Qualität, in der wir bisher gespielt haben, auch weiterspielen können. Und das, ja, da bedarf es noch einiges an Arbeit, denn auch der Marco Friedl wird uns verlassen. Das wollte er ja bereits vor dem letzten Spiel, also gestern. Und ich habe gestern dann angeklickt, nicht akzeptieren, sondern verschieben. Und das können wir jetzt entsprechend annehmen dann. Und zwar gehen wir dazu hier auf Transfers. Und hier sehen wir das nämlich, ne? Marco Friedl hatte vom VfL Wolfsburg und von Eintracht Frankfurt. Das von Frankfurt hat er abgelehnt. Möchte zum VfL Wolfsburg. Und hier können wir jetzt Bestätigung erfragen. Ich weiß nicht, warum das Bestätigung erfragen heißt. Keine Ahnung. Sind Sie sicher, dass Sie den Wechsel von Friedl bestätigen lassen wollen? Ja. So.
hier haben wir jetzt quasi diese Mail, die wir auch schon hier bekommen haben. Und hier hatte ich eben auf Verschieben gedrückt, weil das kurz vor dem Spiel war. Oder war das sogar am Spieltag? Das war sogar am Spieltag. Guck mal, das war heute Vormittag. Ne, wir sind ja immer noch an dem Samstag, an dem wir gespielt haben. Ja, und jetzt werden wir natürlich unser Versprechen einhalten, das wir Marco Friedl gegeben haben. Oh, Entschuldigung. Und schweren Herzens akzeptieren. Schweren Herzens. Was ein bisschen schade ist, das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt. 3,7 Millionen bekommen wir. Plus Boni, die das Ganze auf 4 Millionen steigen lassen können. Ich denke, es ist für einen Zweitligaspieler ein guter Betrag. Aber davon gehen nur 375.000 ins Transferbudget. Das finde ich ein bisschen schade. So, ich wollte Ihnen viel Erfolg bei Ihrer nächsten Station wünschen. Wir hätten Sie gerne gehalten, aber wir verstehen auch, dass diese Gelegenheit zu gut war, um Sie links liegen zu lassen. Seid hier, aber ich konnte diese Chance nicht ungenutzt lassen. Danke, dass Sie dem Transfer zustimmen und mir die Chance geben, mein Häuschen weiterzuziehen. Ja, mach's jut, mein Freund. Tschüsschen. So. Einen Nachfolger sozusagen haben wir ja schon angefragt. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ne, da kam noch nichts. Da müssen wir natürlich dann nochmal schauen. Wenn wir jetzt hier auf Fortfahren gehen, dann müsste, glaube ich, demnächst was kommen. Wolfsburg hat Friedl verpflichtet. So. Das ist jetzt durch. Haben wir sogar mit ein bisschen Gewinn verkauft. Jung ist der Meinung, dass sein Sieg Respekt verdient. What? Haben Sie das Gefühl, Scouting Update. Ich habe mir noch so eine kleine Schwachstelle ausgesucht. Die ist aber weniger wichtig, meinem Empfinden nach, als die Verteidigerposition. Und zwar ist das hier oben der rechte Flügel. Denn wir haben eigentlich zu Schmidt gar keine wirkliche Alternative. Das heißt, wenn der ausfällt oder wenn der platt ist oder sonst was, dann haben wir zwar Erendingci, der theoretisch dort spielen kann, aber eigentlich spielt er im Sturm. Und ist dort meiner Meinung nach auch besser aufgehoben. Er wäre eine Alternative, wenn es mal gar nicht anders geht, ja. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, den wir dann auch nochmal überdenken sollten. Aber in erster Linie müssen wir auf jeden Fall jetzt den Verteidiger holen, also noch einen Verteidiger holen. Und da möchte ich mich nicht darauf verlassen, dass... oh Gott, ich kann den Namen nicht aussprechen. Bicacic? Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst auf jeden Fall, wen ich meine. Und da gehen wir jetzt mal kurz hier so ein bisschen die Scouting-Liste durch. Aber was haben wir denn jetzt eigentlich für ein Transferbudget? 724. Ich würde hier trotzdem auf einen Leihspieler setzen wollen. Und wir müssen das Budget anpassen. Da wir auf jeden Fall schon über dem Budget sind. 371.000 ist das Budget und wir geben aktuell 376.000. Ich weiß nicht, ob da jetzt Friedl abgezogen wurde. Ich meine, das stand da vorher auch. Aber Transferbudget ist auf jeden Fall dazugekommen. Es ist aber halt nicht viel, ne? Wir können da nichts mit reißen. Ich würde mal noch hier bis zum Montag vorgehen. Frage von Jerome Bouti beantworten. Angesichts der anderen Defense von Werder verstehe ich so viel, dass er gehen wollte. Rechnen Sie damit, dass jetzt, wo er weg ist? Ja, ich hätte ihn auch gerne behalten. Genau, also bis zum Montag will ich jetzt mal eben gehen. Dann wissen wir da auch ein bisschen mehr, was den Hoffenheim-Spieler angeht, hoffentlich zumindest.
So, da steht schon was. Siehst du, jetzt gehen wir erstmal hier durch. Ein überraschendes Ergebnis stellt alles in den Schatten. Jahn Regensburg gewinnt 2-1 gegen Schalke 04. Jahn Regensburg 10. und Schalke 5. Mhm. Ja, wir haben 2-0 gewonnen und nee, da wollte ich gar nicht auf. Da wollte ich hin. Ja. Verdient. War zwar schon mal deutlicher. So, guck dir das an. Hoffenheim hat das Leihangebot des SV Werder für Ermin Bicacic angenommen. Bis Ende der Saison, ne, hatten wir uns ja darauf geeinigt. 70% des Gehaltes nehmen wir. Müssen wir übernehmen. Wird wahrscheinlich so schnell keine Entscheidung über seinen Vertrag fällen und sich erst zu einem späteren Zeitpunkt äußern. Ich weiß nicht, ob das hilfreich wäre, wenn wir jetzt diesen Punkt hier wählen. Ich will ihn natürlich auch nicht drängen. Ne? Andererseits könnte es für ihn ja auch das Zeichen sein, wir wollen ihn unbedingt. Ich weiß nicht, was da jetzt sinnvoller ist, ehrlich gesagt. Gut, das war nicht so gut. Aber weggeklickt, sollte nichts passiert sein. Das ist der neue U21-Torwarttrainer. Okay, sehr schön. Aber da ich, wie gesagt, mir da nicht sicher bin, ob der Hoffenheimer zu uns kommt oder nicht, müssen wir natürlich ja auch gucken, dass wir Alternativen parat haben. Und da schauen wir mal. Das könnte zum Beispiel von den Finanzen her klappen, wenn wir, wie gesagt, das Gehaltsbudget bzw. das Transferbudget verschieben. Wir können hier mal raufgehen. Und das sieht meiner Meinung nach gut aus. So, dass ich hier eigentlich mal, wo ist er jetzt? Ach, das verschiebt sich hier mal. Ich glaube, das ist noch so ein kleiner Bug. Wo ist er denn jetzt? Da. Aber wir könnten ihn natürlich auch kaufen, ne? Aber ist halt 30. Ich würde eher leihen wollen. Huesca fordert eine Gehaltsbeteiligung von 100.000, das ist klar. Und eine Gehaltsbeteiligung von 100.000, wenn er keine Einsatzzeit bekommt. Zudem eine monatliche Gebühr, finde ich soweit in Ordnung. Aber... ich würde sagen, wir machen das Angebot. So, hier muss man leider immer doppelt draufklicken, hier oben wieder, damit das tatsächlich wieder in einer Reihenfolge ist. Und dann gucken wir uns mal weiter um, was ist denn hier mit Marvin Ekpiteta. 25. Oder hier von Full... ah ne, das ist ein Torhüter schon, da sind wir schon ein Stück zu weit. Den müssen wir erstmal scouten. Das machen wir. Ihn hier. Bericht. Spieler scouten. Yep, dankeschön. Möglicherweise finden wir aber auch noch einen Verteidiger, der so wie Friedl zentral und links spielen kann. So wie er hier. Das wäre natürlich auch gut, damit wir mal einen Ersatz auch haben, sonst für Anthony Jung. Terence Kongolo, 27. Oh, der ist aber teuer vom Gehalt her. Das geht nicht. Das geht nicht. Das wird auf gar keinen Fall was. Naja, gut. Vielleicht für eine Saison ausleihen. Aktuell vereinslos. Ach, den brauchen wir gar nicht leihen. Ach, den könnten wir
quasi kaufen für ein Jahr. Also was heißt kaufen? Unter Vertrag nehmen für ein Jahr. Wir brauchen ihn ja nicht mal kaufen. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht von seinen Werten her. So, hier ist er nämlich. Vielleicht können wir hier ein Leihangebot machen. Oh, guckt euch das an. Hoffenheim fordert für eine Leihe von Harvard Nordwelt eine Gehaltsbeteiligung von 40%. Nicht mal 100%. Also für ein Jahr, Leute. Und keine Grundgebühr. Also keine Grundgebühr. Wie beim Mobilfunkvertrag. Keine monatliche Gebühr. Ach so, wir haben kein Gehalt übrig oder was? Also kein. Da könnten wir aber mal eben bei den Finanzen etwas machen, und zwar das Budget anpassen. Oh, das. Ah. Ja gut, das steigt natürlich nicht so, ne? Gut, hat sich erledigt. Zu teuer. Wir müssen hoffen, dass. Ja. Okay, dankeschön. Dass einer dieser anderen Spieler, Polido zum Beispiel, dass die oder Bicacic, dass die halt zusagen. Hier um Training zum Beispiel, ne? Werden wir uns auch kümmern natürlich, aber wenn wir das Transferfenster dicht haben, dann macht das, glaube ich, mehr Sinn. So, Huesca reagiert auf Gebot für Polido. Ist zu viel. Ach du Scheiße. Boah, wir dürften maximal 20%. Ja, da brauche ich auch nicht groß verhandeln. Gut, Leute, mit dieser E-Mail werden wir uns in der nächsten Folge weiter auseinandersetzen. Und nächste Folge ist dann auf jeden Fall. Muss mal gucken. Ja, da werden wir auf jeden Fall Mitspiel machen. Das werde ich dann entsprechend schneiden, falls hier in dem Zwischenzeitraum nichts passiert. In der nächsten Folge kümmern wir uns hierum, ob wir das irgendwie wahr machen können. Vielleicht für. Oder. Durch Transferbudgetverschiebungen. Ja, müssen wir mal gucken. Setzen wir uns nächstes Mal mit auseinander. Für diese Folge war es das erstmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Liebe Leute, macht's gut. Ciao, ciao.